Gegen 14.13 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L227 an der Einmündung zur K8. Zur Unfallzeit befuhr ein PKW Ford K die K8 von Hoverath in Richtung Doveren. An der Kreuzung zur L227 wollte er diese in Richtung Dovern überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden PKW Ford Fusion, der von Hückelhofen kommend in Richtung Erkelenz fuhr, besetzt mit einem 75-jährigen Fahrer und dessen 72-jährigen Ehefrau aus Hückelhofen. Alle Beteiligten waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht ansprechbar. Der Fahrer des PKW Ford K wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Aachen geflogen werden musste. Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden zur stationären Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen.